Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ihr seht, ich bin halb nackt, ich bin wieder beim Tätowierer. Er hat doch schon vorgezeichnet, ich weiß nicht, ob man das jetzt so vernünftig sehen kann. Da kommt der hängende Mann drin. Also die Linien hier, das ist einfach jetzt nur aufgemalt. Freihand. Das macht Wolle denn später. Mit Tattoo-Maschine logischerweise hier ist auch. Da wo das X ist, kommt wahrscheinlich was drin. Da wollen wir rummachen. Hier wollen wir rummachen und hier oben beim Wildschwein werden wir auch weitermachen. Wir gucken uns gleich jetzt noch das an, was hier oben drin soll, wo ihr das X gesehen habt. Ich versuche euch bestmöglich auf dem Laufenden zu halten. Bis dahin verabschiede ich mich jetzt erstmal und hänge jetzt nach und nach die Videos hinten ran. Bis gleich und ahoi. So Leute, wir haben jetzt gerade mal wieder eine Pause gemacht und ich kann euch mal zeigen, wie das jetzt aussieht. Also wir haben jetzt hier, wartet mal, ich werde mal so machen, das, seht ihr das ein bisschen besser. Wir haben jetzt den Totenkopf nochmal ein paar Linien nachgezogen. Hier machen wir auch noch die Schattierung wieder neu, was letztens verblasst ist. Hier haben wir jetzt die Wurzeln weiter rumgezogen. Bei Facebook werde ich auch wieder Bilder posten. Wir haben hier den hängenden Mann und hier die Äste und hier schön viel Schattierung. Jetzt nur schwarz jetzt, da kommt noch weiß drin, wieder weiße Akzente, wie jetzt hier im ganzen Stamm eigentlich sind. Und wenn wir denn hier gleich fertig sind, wir machen jetzt noch einmal hier in der Sitzung schnell durch mit dem Schattierungen und noch ein bisschen schwarzeren und ein bisschen weiße Akzente und dann geht es dann, wo ist er hier, den Stamm weiter hoch und dann halt oben. So, dann mache ich jetzt hier auch erstmal wieder einen Cut und wir sehen uns gleich beim nächsten, wenn wir wieder ein Stück weiter sind. So Leute, wir machen jetzt nochmal eine Pause, wie ihr seht. Ach nee. Wir haben jetzt den Stamm weitergemacht, ohne weiße Schattierung und hier oben, da haben wir weitergemacht und ihr seht hier, sieht ein bisschen kreismäßig aus, ja, aber ihr seht da auch die einzelnen Äste, die werden auch später noch schattiert. Hier kommt auch noch was drin und nach der Pause geht das Wildschwein weiter. Kann ich euch das nochmal zeigen? Ja, ich denke mal, das seht ihr auch gerade ganz schlecht, aber ja, wir haben hier nochmal nachgestochen, kräftig heute. Ja, hier. Und, ja. Mal gucken, vielleicht hänge ich auch nachher noch ein paar Bilder ran. Vielleicht mache ich noch ein paar Bilder und hänge die hinten ran, dass ihr das vielleicht ein bisschen besser seht. Falls ich beim Bearbeiten merke, dass man das nicht so gut sieht. Wir sehen uns auch gleich bald wieder, wenn ich die nächste Pause mache. Jetzt muss ich mich erstmal noch ein bisschen erholen. So, der nächste Zwischenbericht. Könnt ihr mal sehen, die Hand ist schon wieder ein bisschen angeschwollen. Wir haben jetzt auch extra nochmal Handschuhe drum gemacht, damit es nicht austrocknet. Jetzt haben wir hier, fangen wir jetzt gerade an. Ihr seht, das suppt ganz schön mit der Schattierung. Hier unten ist auch schon Schattierung drin. Das wird halt die Krone vom Baum. Teilweise. Das geht jetzt hier noch weiter rum. Das wollen wir heute noch machen. Und dann mal gucken, wahrscheinlich hier oben auch noch. Also wir sehen uns gleich im nächsten Zwischenbericht. Jetzt muss ich erstmal eine Pause machen.